Ich bin dein Vater. Nein, doch. Oh. Hallo, meine Freunde, hier ist nochmal der Carsten heute Abend. Und zwar mit Obi-Wan Kenobi. Gerade 2 Folgen von gesehen, die ersten beiden Folgen von der Staffel. Und ja, ich bin mega, mega, mega gehypt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, Ewan McGregor wieder als Obi-Wan zu sehen. Hier passt er auf den jungen Luke Skywalker. Und nebenbei muss er sich immer noch vor dem Imperium verstecken, was eigentlich relativ gut klappt, zumindest die ersten 10 Jahre nach dem dritten Teil. Und aber er wird da trotzdem gejagt oder die letzten Jedis. Und wie gesagt, eine von den Herrschaften, die Dame, die ist halt richtig schon besessen, ihn zu kriegen und wahrscheinlich an Darth Vader auszuliefern und versucht ihm halt auch eine Falle zu stellen. Und sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend, sehr schön, da wieder anzuknüpfen an das, was halt, oder wo der dritte Teil halt aufgehört hat. Wie gesagt, toll, richtig toll und macht Spaß, sich das wieder anzugucken. Die ganze Star Wars Geschichte finde ich eh klasse und was mir fehlt, ist auf jeden Fall noch die Klonkriege. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Die muss ich mir dann auch nochmal angucken. Ich freue mich auf jeden Fall auch mit dem Mandalorian, wenn es weitergeht. Aber jetzt Obi-Wan Kenobi, Ast rein, kann ich euch nur ans Herz legen oder nahelegen. Wie gesagt, schaut es euch an auf Disney Plus. Macht richtig Laune, Freunde. In diesem Sinne bin ich auch soweit erstmal jetzt durch. Ja, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen soweit und ja, wir sehen uns wieder. Love you mal 3000. Ciao, macht's gut.